lange fliegen. Irgendwann ist dein Sprit leer. Das Pyro geht nie leer. Er kann allerhöchstens gegen Wände fliegen. So. Nein. Ich hatte dich doch schon fast. So. Ein bisschen tiefer fliegen. Dann können wir auch hier so was schön Ecken nehmen. Wunderbar! Ganz schön ist das. So, und wo haben wir denn die Kiste zerstört? Meine ich hier gefunden zu haben. Dort. Dort ist sie. Ostpass, wirklich? Bitte schön. So, diesmal kein Flugdieb, wahrscheinlich ein Schwimmerdieb. Ach doch, wieder ein Flugdieb. Boah, wie übel ist denn der? Der ist ja mördermäßig unterwegs. Boah, ne, ich weiß ja nicht, wie soll ich den bekommen? Andersrum wahrscheinlich, ne? Ach, versuch mal hier das Timing zu erhalten. Oder hat er jetzt auch gewechselt? Wo ist denn der? Hey, ich hab ihn noch nicht verpasst. Ach, schau mal an, der ist auch gedreht, natürlich. Ja, was denn denn? In so einem Tunnel mit einem Flugzeug stehen, das ist ja gechillt. Ich kann dem aber jetzt nicht so folgen, das ist doch... Nee, das geht doch nicht. Vielleicht kommt da jemand vorbei. Mal schauen. Zweifelig. Ah, ich habe eine Idee, und zwar... Den hier, da ist er, da wartet er. Dann warten wir auch mal hier, mal schauen, was er macht. Mal schauen, wie wir jetzt hier entgegenfliegen. Dann theoretisch müsste er hier schon irgendwo sein. Ach, der praktisch ist er hier mitten im Gewände. Genau. Und wo ist er? Wo ist er? Da oben ist er. Ah, das ist gemein. Das ist sehr, sehr gemein. Oh, den zu bekommen, das wird echt mies. So, immerhin muss ich hier nicht rennen und spucken, das ist wesentlich schwieriger. Alle ab. Wo können wir denn nun überall so hin? Wollte ich mal hier eine Rakete zünden. Ah, lass mich die da. Hilfe! Wie das nicht die Rakete war, wie ich dachte. So, man geht ja erst rein von einer zum nächsten geschickt. So. Bang. Wir haben immer noch jemand die Hälfte eingesammelt. Das muss man sich mal überlegen.
dass wir jetzt noch nicht mal die Hälfte haben. Aber wo geht's denn weiter? Zuletzt waren wir jetzt hier. Wir haben jetzt noch einen Schlüssel bekommen. Ah ja, hier. Dann stecken wir wieder das zu klein gedartene Schlüssel in das zu groß gedartene Schloss. Ah, ich sehe schon. Das brauchen wir nur für einen Zweck. Aha, jetzt können wir so ein ganz kleines Stückchen höher fliegen. Was bringt uns das? Letztes Ende? Nix oder wie? Nope, noch nicht, oder? Doch, doch. Können wir jetzt hier denn? So, hier geht's natürlich irgendwo weiter. Boah, die 25er. Hier alles 25er. Das ist unfassbar. So leicht hätte es ruhig mal in den anderen Leveln dann gehen können. Und wie viel bekommen wir? Bekommen wir uns 2000? Sind es 2000? Es startet noch und es startet und es startet. Und ja, wir haben 2000. Puh. Stolze Summe. Und somit haben wir 120% des Spiels erreicht. Nach Hause. Es lädt und es lädt. Spyro der Drache, du hast Gnastic Nog besiegt, die Drachen befreit und alle Schätze im Drachenreich gefunden. Wie fühlst du dich? Einfach großartig, Bob. Und ich freue mich natürlich auch für die Drachenwelt. Natürlich möchte ich nicht für den Rest meines Lebens gegen Gnastic Nog und seine Lakaien kämpfen. Was ist ein Lakai? Ach, schon gut. Du weißt, wie es heißt. Jeder gute Kampf erfordert einen guten Gegner. Und ich denke, dass Gnastic trotz seiner Fehler ein würdiger Gegner war. Und auf geht's! Okay. Soll das etwas heißen? So, in dem Level, ja, da kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern. Mit der Treppe, die man nicht als Treppe erkennt. Ah, ja, das war ganz schön gemein. Und auch hier, da, auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke, jetzt rechts gesehen, mit dem Geheimgang. Ja, das war schon toll. Ja, hier haben uns anfangs mindestens die Hälfte gefehlt. Und dann ging es durch einen Geheimgang. Okay, er war eigentlich gar nicht geheim, er war ziemlich offensichtlich. Und von dort aus ging es dann relativ flott. Fordern. Ja, auch hier mit dem Super Jump. Ast rein. Blöd nur, dass ich das hier schon relativ gut kannte. Dafür war es in einem anderen Level sehr schön. Auch die Fluglevel relativ gut gemeistert. Ja, ja, genau hier auch. Das war ja direkt die erste Welt aus dem letzten. Aus der letzten Welt, ja, die erste Welt aus der letzten Welt. Ja. Hier auch ein Flug. Eine Flugmission hier mit den Helikoptern. Ja, das war schon was toll. Ja, hier auch. Den ersten getötet. Besiegt. Und hoffentlich kommt er nicht wieder. Allerdings hat das Ende auch uns auch etwas anderes vermittelt. So, auch hier mit dem kleinen Superjump. Mit der kleinen Stelle, wo wir runtergefallen sind und dann ohne Sparks wiedergekommen sind. Ohne ein Leben zu verlieren.
So, hier auch, ja, mit dem ganz geheimen Ding da, was wir hochfahren, runterfahren sollten, wo wir jetzt genau durchgeflogen sind, wo wir hier die zwei Teile hatten. So, und jetzt kommen wir endlich nach Hause. Und wie sieht das aus? Alles erledigt. Oder doch, alles vernichtet. So, die Drachen sind frei, die sind irgendwo. Ah, die Gegner, die haben immer noch Angst vor uns, ne? Hallo. Hey. Ja, die erste Welt. Das Tor bleibt jetzt auch offen. Na, finde ich nicht. Du weicher Schnösel. Dum, dum, dum. So, und das wär's dann auch schon mal für mich mit diesem Spiel. Mir hat sehr gefallen. So, ich muss mal eben den Drachen finden. Da war doch einer, oder? Genau. Spiel speichern. Speichert. Spiel gespeichert. Tschüss. Und mit dem Tschüss für die Fee sage ich auch das Tschüss für euch. Mit diesem Let's Play verabschiede ich mich. Wir haben alles erreicht. Sämtliche 14.000 Juwele eingesammelt. Alle 80 Drachen befreit. Alle, ich weiß gar nicht, sind es 13 Eier gerettet. Den Gegner haben wir es gezeigt. Auch wenn wir so das ein oder andere Mal Schwierigkeit hatten. Letzten Endes haben wir noch 15 Leben. Das ist mehr als genug. Mir hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, du, ja genau du, bist bei der nächsten Partie von Spyro dabei. Jetzt nämlich mit Spyro 2 Gateway to Glimmer. So. Und auch danach kommt natürlich noch Spyro 3 und sämtliche Spyro-Spiele für PlayStation 2. So. In dem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich freue mich definitiv schon aufs nächste Spyro mit den ganz vielen kleinen süßen Verstecken. Und mal schauen, ob die Drachen dabei sind. Und ob auch die Eierdiebe wieder so verflixt flink sind. Und uns quasi in die Arme rennen. Ich freue mich auf die Entwicklung. Auch wenn ich sie teilweise leider schon kenne, die ersten drei Teile. Danach fängt es wirklich blind an. So. Ja, Abschied nehmen. Egal. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.